So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich wirke etwas angeschlagen. Wieso ist dem so? Es ist eine Kleinigkeit passiert, die mich sehr, sehr nervt, ehrlich gesagt. Und zwar habe ich nach dem letzten Part, den ihr gesehen habt, weiter aufgenommen. Und es hat auch alles wunderbar funktioniert. Und ich habe aufgenommen und aufgenommen und aufgenommen. Und ich habe das Projekt mehr oder weniger sogar fast schon beendet gehabt. Wollte dann die Parts rendern, gehe rein und stelle fest, scheiße, der Ton wurde gar nicht aufgenommen. Das heißt Stummbild. Die ganze Zeit. Für 4,5 Stunden, in der ich aufgenommen habe, weil ich einen richtigen Aufnahmeflash hatte. Und genau in der Aufnahme ging natürlich alles in die Hose. Das heißt, wir hatten dieses Let's Play schon fast beendet. Naja. Gut, Gott sei Dank habe ich im Nachgang festgestellt, wir haben tatsächlich ich habe ein Safe State gesetzt, womit wir an der Stelle sind, wo wir jetzt sind. Ne? Wir haben ja am Zauberkunstunterricht teilgenommen. Ich habe keine Ahnung, was die letzte Nacht passiert ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bin auch, naja, was soll's. Also wir machen das auf jeden Fall so. Ich habe, wie gesagt, das Spiel mehr oder weniger jetzt durchgespielt gehabt. Wir hatten die 100% noch nicht ganz erreicht, aber da kommen wir auf jeden Fall auch nach dem Hauptspiel noch hin. Das ist nämlich das Schöne, ich habe nämlich rausgefunden, wir können bei Fred und George auch nach dem letzten, also am letzten Tag können wir bei Fred und George weiterhin einkaufen und wir können sämtliche Herausforderungen noch am letzten Tag machen. Ne, das heißt, wir verpassen tatsächlich nichts. Dementsprechend würde ich sagen, mache ich das ein bisschen anders, als ich in den vorherigen 4,5 Stunden, die ich aufgenommen habe, die ihr niemals sehen werdet, weil sie nicht mehr existieren, handhaben. Und zwar werden wir direkt die Story weitermachen. Und nach der Hauptstory werden wir dann die ganzen Gegenstände sammeln. Ja, gut. Dementsprechend, wir sollen im zweiten Stock zur Zauberkunst, zu der Incendio-Herausforderung, die ich bis dato komplett vergessen hatte, wie die aussah und alles. Jetzt weiß ich es natürlich, weil ich ja schon alles aufgenommen habe. Das heißt, es gibt keinen blinden Punkt mehr in diesem Let's Play. Leider. Tut mir leid, aber ich denke, es ist euch lieber, Ton zu haben. Guten Morgen, meine Schüler. Als ein Stillvideo. Heute lernen wir den Glockenblumenflammenzauber. Der richtige Name für diesen Zauber ist eigentlich Incendio. Seht ihr den Spalt in der Wand? Dahinter ist die Incendio-Herausforderung. Harry, kommst du bitte nach vorn? Das Incendio-Buch befindet sich auf der anderen Seite des Spaltes. Hol es und du beherrschst den Zauber. Komm dann nach hier zurück. Hast du alles verstanden, Harry? Ja, Professor. Gut, dann mach dich mal an die Arbeit. Jep. Die Incendio-Herausforderung ist etwas anders aufgebaut als die anderen, denn hier geht es hauptsächlich ums Kämpfen. Es gibt alte Bekannte, die ihr gleich wiedersehen werdet. Aber naja. Feuer! Und immer dieses Ding. Böse Musik. So, also Ziel der Herausforderung natürlich das Buch holen. Und Witz an der Sache ist, wenn ich hier jetzt runterspringe, kriege ich Fallschaden. Aber ich muss hier runterspringen. Was etwas merkwürdig ist. Aber naja, was soll's. So, vielleicht kann ich hier auf die Treppe um den... Also man kann den Fallschaden nicht umgehen. Okay. So, wie ihr seht, alte Bekannte meinte ich natürlich die Gargoyles. Und glaubt mir, in dieser Herausforderung gibt es einige davon. Ja gut, bekämpfen wir mal Herrn Gargoyle. Nicht Herrn Gargamel, nicht zu verwechseln. So, vielleicht stelle ich mich auch diesmal besser an als in der anderen Aufnahme. Nein, tue ich nicht. Ha! Was soll's? Vielleicht sollte ich einfach die alte Aufnahme vergessen und so tun, als hätte ich das alles hier noch nie gespielt. Aber das ist nicht authentisch. Das ist einfach nicht authentisch, wenn ich das mache. Was? Was ist da gerade passiert? Was passiert?
Was ist hier los? Au, voll ins Gesicht. Da lacht er. Oh, auf den Fuß. Na komm. So. Treffer und einen noch. Ich hoffe übrigens, ich habe noch einen Mega-Power-Trank. Da habe ich nämlich gar nicht nachgeguckt. So. Aber der erste Gargoyle ist auf jeden Fall besiegt. Und damit ist der Weg frei. Für den Rest der Prüfung. Ich guck mal ganz kurz. Haben wir? Ja, doch, zwei Fläschchen. Sehr schön, sehr schön. Tja. Nee, wie gesagt, es ärgert mich ehrlich gesagt extrem mit der Aufnahme. Ich meine, 4,5 Stunden Lebenszeit, die einfach weg sind. Ja. Ich hab's ja wirklich aufgenommen. Es waren 182 GB Daten. 182 GB Videodaten, die einfach unbrauchbar sind. Aber, hey, ich bin froh, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich es nochmal neu aufnehmen kann, weil das hilft uns dann doch. So, da seht ihr schon unseren nächsten Kameraden. Die müssen wir alle besiegen. Ja, ja, wie gesagt, ärgerlich, dass es nicht mehr blind ist, weil die Prüfung, die war wirklich blind im ersten Anlauf. Weil ich hatte null Erinnerung. An den ersten Raum konnte ich mich noch ein bisschen optisch erinnern, aber das war's dann auch. So. Und der Gargoyle, der läuft ja richtig gerade. Mit dem hier hatte ich eigentlich beim ersten Anlauf die meisten Probleme. Was? Wie auch immer das funktioniert hat gerade. So. Das war's. Der erste Gargoyle ist tot. Die Tür geht auf. Und wir haben einen Aviforce-Stein. Den brauchen wir auch, weil der muss sich nämlich oben auf den Schalter stellen, wo wir gerade drüber gegangen sind. Die Kamera funktioniert wieder wunderbar. Aber das kennen wir ja vom Spiel. Ach ja. Nee, also wie gesagt, ein Vorteil hat das Ganze. Ich weiß nämlich, was wir jetzt machen müssen. Für die 100%, wo wir drauf achten müssen. Und ich weiß jetzt auch, dass wir das alles nach der Hauptstory machen können. Und das ist eine gute Sache. Das ist eine wirklich gute Sache. So. Also, wer das Spiel guckt wegen der Story, der kann jetzt die Parts gucken. Und wer dann einfach nur interessiert ist, wo die ganzen Sammelgegenstände sind und was weiß ich nicht alles, oder mich einfach nur beim Reden hören will, der kann sich die folgenden Parts dann angucken. Wow, ich stelle mich gerade sehr dumm an. So. Treffer 2 von 3. Von 4. Aua. Okay, erste Flasche Mega-Power-Trank. So. Und das war's. Und damit ist fast tatsächlich auch die Aufgabe schon beendet. Aber nur fast. Vögelchen. So, die Feuerkrabbe da weg. Du, 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 du. Ah, der nächste Teil wird etwas kompliziert. Oh, da seht ihr es jetzt. Da sitzt ein Stein. Mario! Nee, Mario war Luigi. Was? Was labert der für einen Teil? Ja, da vorne haben wir das Buch. Das brauchen wir und da kommt Feuer und das ist nicht gut. Aber wenigstens haben wir hier diese epische Musik, von der ich auch in der anderen Aufnahme sehr viel gesprochen habe, die man aber nicht hören kann. So. Bling. Feuer und Flamme für Magie entzündet bestimmte Gegenstände. Feuerzauber können sehr oft von Nutzen sein, besonders um Spinnweben vor Durchgängen zu entfernen oder ein Ablenkungsmanöver zu starten. Incendio, auch blaue Flamme oder kaltes Feuer genannt, kann in beiden Fällen verwendet werden. Incendio kann auch während eines Duells eingesetzt werden. Dies kann jedoch gefährlich sein, falls der Duellgegner Expelliarmus beherrscht. Siehe hierzu auch den Abschnitt Die Kunst des Duellierens. Werden wir niemals rausfinden, weil es in diesem Spiel kein wirkliches Duell mehr gibt. Toll, ne? So, und jetzt wird's lustig, hier rauszukommen.
Da hatte ich nämlich Probleme. Wir müssen nämlich hier die Sachen anzünden. Vielleicht sollte ich dann auch ein Senior da hinsetzen. Denn damit öffnet sich da dieses Gitter. Aber wir müssen mehrere Fackeln gleichzeitig anzünden. Wir müssen nicht alle anzünden, das hatte ich festgestellt. Aber mehrere. Das reicht nicht. Weil das Problem ist, wenn wir das von der Mitte aus machen, reicht die Zeit komischerweise nicht aus. Was ein bisschen sehr merkwürdig ist. Aber was soll's. So, nee. Ach ja, okay. Machen wir es nochmal. Oh, der kommt zurück. Au! Diese Tür zu öffnen, ne? Das ist so ein Krampf. So, da haben wir es. Habe ich mich auch blöder angestellt in der ersten Aufnahme. Egal. So, wir besitzen Incendio. Wir holen uns ein paar Böhnchen. Denn Böhnchen werden wir viele brauchen. Sehr, sehr viele. Weil die ganzen Minispiele draußen auf den Ländereien von Hogwarts zum Beispiel. Das letzte Rennen. Ja, wir haben da ja Gnomen Tunken, Gnomen Weitwurf und Rennen. Und das letzte Rennen kostet 50 Bohnen. Tja. 1 Er stürzt ein. Boom. Kaputt. Jo. Hier müssen wir rein. Hier ist eine Feuerkrabbe. Eine Krabbe, die Feu. So, dann müssen wir hier einen Knopf drücken. Wir müssen nämlich die Flammen da vor den Schaltern abschalten. Wow, 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 wow. Die können sich zu schnell umdrehen. Ganz ehrlich. Denn wir müssen die Schalter drücken, damit wir wieder rauskommen. Und um darüber zu kommen, brauchen wir die Hilfe von diesen Giga-Ebern. Die müssen wir nämlich hoch und dann schweben die Plattform. Boing. So. Jetzt beeilen. Ich finde, die Plattformen sehen übrigens irgendwie cool aus. Seht ihr das? Oh, Harry. Was war das denn jetzt? Ja, ich fall mal durch den Boden, weil ich es kann. Idiot. Na gut, dann dürfen wir das Ganze nochmal machen. Ne, mit Aviforce kommen wir denn nicht weit. So. In der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert, fast verschluckt. An der eigenen Spucke. Auch toll. Kletter da hoch und bleib diesmal bitte auch drauf. Danke. Oh, braucht er ewig. Oh, gut, dass das noch funktioniert hat. Okay, vielleicht sollte ich beim nächsten Mal auch einfach die erste Plattform, auf die wir springen, als erstes anzünden und nicht danach. Wäre schon eine gute Sache, oder? So, jetzt kriege ich wieder Fallschaden. Doch nicht. Hey. So, erstmal die Krabbe. Jetzt müssen wir nämlich den Knopf drücken, damit wir die Flamme nämlich wieder umtauschen können, wisst ihr? So, jetzt taucht die nämlich da wieder auf, wo wir den Knopf schon gedrückt haben. So, bevor du irgendwas tust. Ach ja, es kommen noch so schöne Abteile hier in dem Spiel. Ich habe sie alle vor euch gesehen. Furchtbar, ne? So, als erstes machen wir hier die Säule kaputt. Wieso auch immer die kaputt geht, weil wir da so eine Fackel anzünden. Naja, egal. Der Designer wird sich schon was bei gedacht haben. So, das zünden wir als erstes an. Dann das hoch. Das zünden wir jetzt auch an. Sollten nicht direkt in der Flamme stehen. Geh hoch. So, jetzt die lange Treppe. Moment. Ich habe da ein wichtiges Detail vergessen. Da drüben die Flamme. Sollten wir vielleicht machen, bevor wir darüber hüpfen. So, dafür müssen wir nämlich da den Knopf drücken. Push the button.
Dafür ist jetzt auf der gegenüberliegenden Seite überall das Feuer. Naja, ich wusste schon wieso. So. Und Leute, wir besitzen jetzt alle Zaubersprüche in dem Spiel. Das ist eine tolle Sache, das ist eine tolle Sache. Super Sache. So. Du, dum, dum, du, dum. So, hoffen wir, dass der Harry richtig springt und sich auch festhält. Und das könnte schon wieder ein Abgang sein, weil ich zu weit an der Kante stehe, oder? Nein, doch nicht. Die Abstände sind nicht so gut gemacht. So, push the button. Das Feuer ist aus. Und wir gehen nach Haus. Das war die Incendio-Herausforderung. Abgeschlossen. Innerhalb von ungefähr 12 Minuten. 13 Minuten. Die war echt kurz. Im Vergleich zu den anderen. Ja gut, die Avifors-Aufgabe, die war nur so lang, weil die unfair war. Hervorragend, Harry. 40 Hauspunkte für Gryffindor. Es reicht für heute. Der Unterricht ist beendet. Da bist du ja, Harry. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass wir heute gegen Ravenclaw spielen. Wir treffen uns vor dem Stadion. Beeil dich. Auch noch eine gute Sache, ich kann dieses Spiel wiederholen, denn ich habe bei der letzten Aufnahme habe ich gegen Ravenclaw grandios versagt. Wir haben 180 zu 30 verloren. Aber dafür haben wir gegen Slytherin gewonnen. Also, naja, egal. So, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte Alohomora auswählen. Alohomora. Ich möchte nämlich die Kisten hier mitnehmen. Da liegt ein Zauberstab. Da hat jemand seinen Zauberstab vergessen. Nummer 90. Saccharissa Tugwood. Pionierin der Schönheitstränke. Entdeckte, dass Bubu-Tupla Eiter gegen Pocken hilft. Gegen Pocken? So. So. Nächste Truhe. Und eine haben wir noch. Keine Sorge, hier sind drei Stück. Nummer 44. Devlin Whitehorn. Gründer der Nimbus Rennbesengesellschaft. So, und hier oben, da brauchen wir sogar, glaube ich, ein Incendio für. Yep. Weil da ist eine Spinnwebe dran. Kann man nicht irgendwie mit der Hand wegmachen. Nein, da, die muss man abfackeln. Nummer 42, Crispin Kronk. Wurde nach Azkaban geschickt, weil er trotz mehrfacher Verwarnungen Zwingen in seinem Garten hielt. Ja, was sind denn Zwingen? Ich persönlich gehe davon aus, dass es die Mehrzahl von Zwings. Er sieht ja auch so ein bisschen so aus, als hätte er Zwingen gezüchtet. Also Zwingsen. Zwingen. Zwingen. Klingt besser als Zwingsen. So viele Zischlaute. Ich hoffe, mein Popschutz macht das mit. Ohohoho. So. Ja. Eine Sache noch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier schon drin waren. Nee, können wir nicht. Der Teil kommt noch. Der Teil kommt noch und da... Nee, warte mal. Den Teil haben wir schon. Doch, muss so sein. Die Incendio-Herausforderung kam nämlich nach den Slytherin-Kerkern. Wie gesagt, dadurch, dass ich das ganze Let's Play schon mal aufgenommen habe, ist das ein bisschen verwirrend für mich. Hier gibt es nämlich doch Truhen. Das habe ich nämlich in der letzten Aufnahmesession am letzten Tag festgestellt. Hier gibt es nämlich zwei Stück sogar. Andros the Invincible. Der Invincible, alles klar. Der erste Zauberer, der einen Patronus mit gigantischen Ausmaßen erschuf. Ja, und es gibt aber noch einen und dafür brauchen wir allerdings Entschleime. Oder bin ich jetzt dumm? Müsste hier nicht eigentlich... Egal. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob wir das nicht schon hinter uns haben. Mit den Slytherins, meine ich. Godric Gryffindor. Wobei, ganz einfach rauszufinden. Wir gucken auf die Karte. Slytherin-Kerker. Also haben wir das schon. Glaube ich. Oder kommt das heute Nacht? Ich habe absolut keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall, das waren die zwei Truhen, die es hier in diesen Räumen von der maulenden Myrte zu begutachten gibt, beziehungsweise zu sammeln gibt. Zu öffnen gibt. Das wollte ich sagen.
Ich bin sehr verwirrt. So. Gib mir Stibönskis. Ja, dann würde ich sogar fast behaupten, dieser Part hier ist nun vorbei. 20 Minuten sind um. Wir haben in diesem Part haben wir die Incendio-Herausforderung gemacht. Ist auch eine Sache. Im nächsten Part gehen wir ein bisschen Quidditch spielen. Und, jo. Machen noch andere Sachen. Würde ich jetzt behaupten. Jo. Jo. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar und ich sag Tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchi. Bye!